Hey, hier ist Technik Reviews und ich muss euch von coolen News berichten. Und zwar, wie ihr sicherlich wisst, wurde iOS 5 auf der diesjährigen WWDC von Apple vorgestellt. Diese ist nun für Entwickler in der Beta-Version verfügbar. Die Entwickler zahlen jährliche Gebühren und können halt diese ganzen Firmware und so weiter vorher testen, da diese halt die ganzen Apps und so weiter entwickeln. Ja. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, solche Entwickler in verschiedensten Foren anzuschreiben, denn diese bieten schon für 5 bis 10 Euro an, dass die euch mit Hilfe der UDID, das ist das Kennzeichen von eurem iDevice, eintragen können. Und zwar, die können, glaube ich, beliebig viele eintragen und diese können dann ebenfalls diese ganzen Programme da ausprobieren. So. iOS 5 geht nun auch ohne so einen Entwickler-Account und ohne diese Eintragung. Laut Gizmodo hat es schon auf einem iPhone und einem iPod Touch funktioniert. Wenn ihr dies ausprobieren wollt, ist wichtig, dass ihr die SSH-Blobs von eurer jeweiligen Firmware absichert, da ihr sonst bei Nichtgefallen nicht mehr auf die alte Firmware zurückkommen könnt. So, eine Anleitung gibt es dafür hier in diesem Beitrag. Allgemein diesen Beitrag werde ich euch noch in der Videobeschreibung verlinken. So, wie ihr nun vorgeht, ist, ihr googelt nach der iOS 5 Beta und iTunes 10.5. Die solltet ihr schon innerhalb weniger Minuten finden und diese müsst ihr dann herunterladen. So, wenn ihr dies gemacht habt, schließt ihr euer iPhone bzw. iPod Touch an euren PC bzw. Mac an und wenn euer iDevice erkannt wurde, geht ihr auf Wiederherstellen. Wichtig ist, unter Mac drückt ihr die Alt-Taste und unter Windows die Shift-Taste, also gleichzeitig eine der Tasten. Und mit der linken Maustaste auf Wiederherstellen. Dann wählt ihr die iOS 5 Firmware aus, die die Endung IPSV hat. Und ja, drückt dann auf Öffnen oder OK, ich weiß nicht. iTunes installiert die Firmware dann und wenn dieser Vorgang beendet ist, ist hier erklärt, dass ihr dreimal auf den Home-Button klickt. Dies aktiviert VoiceOver. Dies ist diese Sprachsteuerung. Also nee, wenn ihr zum Beispiel auf Einstellungen klickt, kann dieses VoiceOver euch die Einstellungen vorlesen. So. Danach drückt ihr wieder dreimal auf den Home-Button. Nun kommt die Notrufsansicht. Dann tippt ihr auf Notruf und während der Animation müsst ihr mit drei Fingern von oben nach unten über den Bildschirm swipen. Das ist von der Statusleiste, wo ihr die Uhr habt, die Akku Laufzeit und so weiter. Und dann öffnet sich das Notification Center. Ihr klickt dann auf das Wetter- oder Aktien-Widget und nun wird die entsprechende App, die ihr angeklickt habt, geöffnet. Und nach diesem Vorgang drückt ihr einmal den Home-Button und ihr seid im Springboard. Ja, dies heißt, dass euer iDevice dann aktiviert ist. Und
wenn ihr euer Gerät neu startet, müsst ihr das mit diesen dreimal auf den Home-Button und so weiter immer wieder wiederholen. Ja, und hier ist nochmal ein Beweisvideo. Und für den iPod Touch funktioniert das anders, da er ja kein Notrufmenü hat. Ja. Also wie gesagt, ich werde euch diesen Beitrag verlinken. Ich persönlich werde nicht auf die iOS 5 Beta updaten, da man angeblich keine Lieder, Bilder oder Apps installieren kann. Und ich finde sowas eigentlich dann unnötig. Ja. Also das läuft auf eure Gefahr. Wenn ihr dies machen wollt, könnt ihr das machen. Wenn nicht, dann auch gut. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht hat es ja manchen auf der Suche nach der Installation von iOS 5 Beta geholfen. Bewertet es. Bei Fragen kommentiert ihr mein Video. Wenn euch mein Kanal gefällt, könnt ihr ihn abonnieren. Ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann.